Ja, hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Let's Play Skyrim Legendary Edition. Und, letzte Folge haben wir ja quasi noch die Deus Ex Machina gesucht und jetzt sind wir auch schon dabei. Ne, haben wir gar nicht in der letzten Folge. Ich bin ein dummer Spast, wie immer. Nein, also wir müssen jetzt die Deus Ex Machina suchen. Kalyan Myrantum im hinteren Erzsaar treffen, genau. Und das ist quasi der Teil 2 von 2, die wir für das Abwehren der Läuterung einrichten. Also machen müssen. Quasi. Deswegen, Oh, Kalia seine Kiste! Ja, wo muss ich denn? Tool grad. Da. Sure. Ach so. Jetzt verstehe ich das Prinzip. Okay. Klar. Ah, ich könnte mein Kleid mal wieder aus. Du denkst halt immer an Skyrim und denkst halt. Ja, glaube ich. Ein Schmetterling! Gott, was ist das denn für eine schöne Wiese? Na, aber das ist nicht das, wo wir hin müssen. Wir müssen woanders hin. Nämlich nach Virgo. Lol. Gottes Willen, der war so stumpf und so komplett. Der war so komplett ohne wirklichen Kontext. Dieser Witz. War ich schon mal. Ich glaube, ich war doch schon mal in dieser Ruine mit meinem Pferd einmal. Du da, du schlägst in den Boden, das ist dir klar, ne? Ach, Kalia. Ich glaube, ich bin hier noch mal mit meinem Pferd irgendwo hin lang geritten. Habe ich das ziemliche Gefühl. Mit dieser Burg hier und... Was? Ihr habt euch vom Weg nach Alt-Düttul gerade entfernt. Kalia wird an dieser Stelle warten und euch folgen, wenn ihr zurück... Ja. Ja. Ist mir doch klar. Tut mir leid, dass ich in einem Rollenspiel nicht entdecken darf. Ist ja... So. Nein. Lux. Mein Spiel ist, glaube ich, abgestürzt. Ja, super. Weißt du, das ist irgendwie schon scheiße. Enderal... Also, nein. Ich fang's anders an, die Argumentation. Skyrim normal, hochgemoddet natürlich von mir. Also das Normale stürzt nie ab. Aber das Hochgemoddete stürzt halt relativ häufig ab. Aber regelmäßig, du weißt wann und was passiert. Enderal stürzt einfach oft ab, viel zu oft. Das ist eigentlich nicht gemoddet. Das ganze Spiel ist eine Mod, klar, aber dann darfst du es nicht mehr als Mod bezeichnen. So. Aber halt, so ohne Kontext.
stürzt dieses Spiel ab. Nicht wie irgendwie bei Skyrim mit den Mods hier, bei Ladescreens oder bei bestimmten Objekten, wenn du in die Nähe kommst oder wenn irgendwie Sektor X neu geladen wird. Ne. Einfach so. Einfach weil das Spiel will, dass es plötzlich abstürzt. Das ist ätzend. So. Und dann noch diese Tatsache, dass ich wirklich nur auf dem Weg, den geradeaus eigentlich nur langlaufen darf. Ich darf ja quasi nicht einen Schritt irgendwie erforschen bei dieser Quest. Es ist ein bisschen. Also das ist ein bisschen. Das kannst du eigentlich nicht machen. Gut. Okay. Da hoffen wir das doch mal. Alt Dotulgrad. Ach ja. Au. Das war wohl ein Massengrab oder irgendwie sowas. Naja, gehen wir mal in Alt-Ottotulgrad rein. Uha. Seid ihr noch da? Oh, Scheit. Ich hasse Spinnen. Also, in Wirklichkeit auch, aber hier auch, weil sie sind einfach so OP. Na, wunderbar. Uah. Gut. Ach ja. Oh, hier können wir, glaube ich, rein. Ich muss diese Frau nicht verstehen. Eieiei. Nochmal, was gedenken wir hier zu finden? Nach Alt-Dotulgrad einfach nur. Ein Prototyp oder Baupläne, okay. Ja, könnte klappen. Okay, hier ist nichts. Außer halt dieser Fahrstuhl. Alter, das ist auch wieder so geil. Also das mit den Fahrstühlen ist schön. Ja, ja. Also ich mag Fahrstühle in Spielen eh. Außer Dead Space 3. Acer kann ein Lied von singen, ne? Da unten ist etwas, was wir scheinbar an uns nehmen sollen. Das ist Ishara? Ja, das ist doch Lishara, glaube ich, da unten, oder Lashiri, oder irgendwie so. Hallo, Heuerling. Ah, ja. Ja, Arantel konnte es kaum erwarten, mich nach der Weihe auf eine Mission zu schicken.
Lass mich raten, Söldner? Das ist schlecht. Wo sind diese Banditen jetzt? Ich schätze, diese Maschine, von der Arantia spricht, befindet sich in den unteren Gefilden der Ruine, richtig? Seid ihr euch sicher, dass das sie nicht zu dem Söldner aus Raschengrad gehört? Dieser Messianismus lässt sich nicht irgendwie außer Kraft setzen? Also sie ist ja irgendwie komisch, aber auch gleichzeitig nett. Also man muss sie ja irgendwie, finde ich, mögen. Weiß ich nicht. Irgendwie schon. Oh, aber es ist schön hier auch. Auha. Das finde ich jetzt auch das Schöne bei Enderal. Die Höhlen sehen alle anders aus. Also bei Skyrim sind die auch schon, finde ich, relativ unterschiedlich, aber sehen noch schon, haben zu viele Ähnlichkeiten. Und hier sowas, das ist einzigartig. Das sind auf jeden Fall gute Softboxen. Warum sehen diese Dinger aus wie Scheinwerfer? Immer, es ist ein Scheinwerfer, aber. Oh mein. Oh. Ja, ich hatte wieder eine dieser Visionen. Ich hatte tatsächlich eine Vision und ich glaube, ich weiß nun, wie wir diesen Mechanismus hier in Gang setzen können. Die Glocken müssen in einer bestimmten Reihenfolge geläutet werden. Lasst mich mal sehen, ob ich die wieder zusammenkriege. Ich versuch's einfach mal einzurichten. Okay, es klang. Also es sah so aus, wie. Nee. Ich muss das mal von anderen Seiten. Stuhl dieses Fuck-Spiel schon wieder ab, weil ich schnell speichere. Ist das deren ehrlicher Ernst? Alter. Also jetzt ist aber mal vorbei. Jetzt ist es nicht mehr lustig. Also.
soll die Scheiße? Ständig stürzt dieses Kack-Drecks-Mod-Spiel ab. So, nochmal, von der anderen Seite. Ey, so eine Scheiße. Okay, das war doch einfach. Woher wisst ihr das denn überhaupt? Oh! Tut mir jetzt leid. Das wollte ich jetzt eher so nicht. Kalja? Kann ich erklären. Kann ich bestimmt erklären. Ich könnte das Ding mal auch wieder aufladen, ne? So, hätten wir auch wieder da mal Ladung. Boah, es ist so still, ne? Boah, Felsendom. Deswegen brauchen Spiele eigentlich immer Musik. Oder zumindest solche Hintergrundgeräusche, weil sonst ist das so unfucking. Also richtig leise. Alter, was ist das? Also muss man halt wirklich sagen, das ist echt nicht schlecht, was die hier an. Ja. An Höhlen raushauen. In die Tiefen? Und was ist das? Achso, ich kann nur in die Tiefen. Scheinbar. So, aber hier mache ich jetzt erstmal einen Cut. Bis zur nächsten Folge und tschüss.